Und ein herzliches Willkommen natürlich wieder zurück hier bei Metro Prime Remastered auf Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby aus den Höhlen von Magmoor. Und ja, hier geht es natürlich wieder an sich weiter, ne? Und zwar müssen wir. Es ist halt noch doch wieder alles im Kopf drin. Wir müssen auf jeden Fall erstmal durch. Einfach dahin, wo wir als nächstes hinkommen. Aber vorerst haben wir hier einen neuen. Ein Magmatitputzer. Subvulkanischer Aaskäfer. Panzer lässt sich mit Missiles durchdringen. Die Panzerung des Magnetputzers gelangt erst durch die Einwirkung von hochtemperierter Luft zu ihrer bemerkenswerten Härte. Diese Schale hält fast allen Waffensystemen stand. Nur der Einsatz von ballistischen Geschossen zeigt eine Wirkung. Seine Intelligenz ist auf einfache Verhaltensmuster zur Ernährung durch Aas beschränkt. War hier noch was? Nö, ne? Nö. Das war knapp. So, noch ein neues Wesen. Eine Wühlschabe, unterirdisches Raubinsekt. Die Wühlschabe weist starke Ähnlichkeit zum nah verwandten Grabkäfer auf. Doch im Gegensatz zu ihm verbringt sie ihre meiste Zeit unter der Erdoberfläche. Schon bei kleinsten Erschütterungen verlässt die Wühlschabe das Erdreich, um anzugreifen. Ihre stark eingeschränkte Intelligenz reicht aus, um aussichtslose Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Insekt seinen Mangel an Intelligenz durch gesteigerte Aggression ausgleicht. Guck mal, wie diese Puffdinger, sage ich jetzt mal, weil die immer so aufpuffen, wie die glänzen. Das war bei dem Original von den Nintendo GameCube nicht zu sehen. Auch bei der Überarbeitung zu 1080p für die Wii U. Oh, ja. Ein Magmoor, in Lava lebende, feuerspuckende Schlange. Magmoos bevorzugen extrem heiße Bereiche und sind besonders empfindlich gegenüber niedertemperierten Waffentechnik. Gänzlich ohne Sehvermögen verlassen sie sich auf Ultraschallreflexion, mit deren Hilfe sie sich durch die Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmoos über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ortung von Beutetieren ermöglicht. Okay, hält ein bisschen was aus. So, die Dinger, die Puffs, sage ich dazu immer, weil die halt so wie Smogmog irgendwie so dampfen. Die glänzen total, wie gesagt. Ist mir bei der GameCube überhaupt nicht aufgefallen. Heißt sogar Puffer. Instabiler, mit Gas gefüllt Organismus. Platz beim Berühren. Puffer füllen ihren Körper mit tödlichem Meta-Vibrium-Gas und schweben durch ihre Habitat, um Nahrung zu suchen. Wenn sie zerplatzen, wird dieses Gas freigesetzt. Obwohl sie diese fragile Struktur besitzen, gehen Puffer bei der Jagd sehr aggressiv vor. Die Gaswolke, die sie nach ihrem Ableben hinterlassen, lässt meistens auch ihre Angreifer verenden. Okay, einmal hier durch. Also ich finde ich kann es schon wieder nur sagen, weil es jetzt schon wieder so lange her ist, wo ich das gesagt hatte. ich kann es nur sagen, diese Überarbeitung ist echt gut gelungen in dem Spiel. Im Sandbereich dieser Wand aus Sandstein lassen sich Risse erkennen.
Oh. War mir da etwa zu nah? Ich hab gedacht, hier kommt noch so ein Gegner. Also so eine Feuerschlange. Okay, kann man immer noch nicht scannen. Also kann man schon, aber nicht als Technologie. Mal wieder was Neues. Die können schon nervig sein. Typus, vulkanische Klammerbock, stark gepanzerte Kreatur mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an. Er sammelt kleinere Lebewesen nach und lagert sie an einem bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport von Erdreich und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und es ist dementsprechend schwer, seinen Umklammerungen zu entfliehen. So, hier drüber können wir noch nicht. Brauchen wir noch einen Doppelsprung für. Wo muss ich lang? Da. So. Müssen wir uns natürlich immer wieder auch mal ein bisschen umgucken, dass wir auch so einiges einsammeln können. Na gut, Leben ist fast voll. So, hier unten können wir auf jeden Fall auch lang. Müssen wir auch, damit wir da unten reinkommen. Also dahin. Gibt es halt dementsprechend ein bisschen was. Okay, dann wollen wir mal. Müssen wir hier lang? Ja, das sind wir richtig. Cooler roter Stein. So ein kleiner zusätzlicher Raum. Hier gibt es nochmal so einen Missile-Container. So, schon haben wir 20. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber schön, dass ihr auf jeden Fall wieder da seid. Und ich hoffe natürlich, ihr habt schon mal einen Daumen nach oben da gelassen und ein Abo. So, dass wir uns öfter über den Weg laufen können. Und lasst doch mal in den Kommentaren hören oder lesen, ob ich für euch vielleicht ein bisschen zu schnell spiele. Das ist ja, ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ein zügiges Spiel. Gut, man sieht ja gar nichts mehr. Okay, wir können wieder hoch. Und jetzt geht's hier weiter. Okay, nichts Neues. Wir haben ganz viele Puffs. Die haben wir schon. Zu weit weg.
Okay, zu weit weg. Wir müssen, glaube ich, soweit ich weiß, hier lang. So, sehr schön. Sind wir noch gut durchgekommen. Oh, sieht schon cool aus, aber hier, oder? So, mal wieder einige Technik. Eintauchstützen führen im Plan soll gemäß Energie aus den Lavabecken ab. Erdwärme als Energiequelle scheint vielversprechend. Dem Energiekommando wird umgehende Deaktivierung des Zentraldynamos und Umstellung auf Erdwärme empfohlen. Umleitung der Erdwärme zur Station abgeschlossen. Ungleichmäßiger Nachfluss von Magma bereitet jedoch Probleme. Turm ist vom Erdwärmenetz zu trennen. Fast schlimm, kritische Grenzwerte unterschreiten. Okay. Hiesige Kristallformationen weisen lediglich geringe Spuren von Fatzern auf. Sie werden jedoch sehr von den Mönchen von Grondheim geschätzt. Daher empfiehlt sich eine Weiterverarbeitung zur Erschließung dieses Marktes, sobald die Fatzernproduktion zum Erliegen kommt. Oh, die waren aber sehr viel vertreten, die Weltraumpiraten, ne? Sichtung von Lava-Räubern sind der Sicherheitszentrale umgehend mitzuteilen. Okay, warum sollte man Lava klauen? So, einmal hier lang. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wieder nicht aufgepasst. Wieder nicht aufgepasst. Okay. Sehr schön, Energietank gehalten. Sehr schön. So, wo geht's hier nochmal hin? Zutritt zum nördlichen Teil der Eiswüste von Pendrana. Na denn. Dann gehen wir dort doch einmal hin. So, da sind wir schon. Zutritt zu den westlichen Höhlen. Dieses Eisgebiet blockiert den Zugang. Ein kräftiger, einmaliger Beschuss sollte ausreichen, um den Weg zu räumen. Bevor man den Charge-Spiel benutzen kann, schießt er immer erstmal dreimal. Sie. Also nicht wundern. Bin ich so blöd und schieße mir noch einzelne Kugeln. Willkommen in der Eiswelt. Eiswüste von Pendrana oder Fendrana? So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder überlegen. Vögelchen. So, oder sowas in der Art. Tarnsegler. Kleiner Räuber mit optischen Tarnverfahren, für das bloße Auge nahezu unsichtbar. Tarnsegler verfügen über ein ausgefeiltes optophysikalisches Tarnverfahren. Daher lassen sie sich nur mit Hilfe von X-Ray-Technik aufspüren.
Unaufhörlich ziehen sie ihre Flugbahn und erlegen dabei größere Insekten sowie andere kleinere Beutetiere. Tarnsegler ziehen bei der Jagd kreisförmige Schneisen und nutzen dabei Ultraschallsignale zur Orientierung. Okay. Okay. Ein bisschen was kommt mir wieder in Sinn. Wie und was ich alles so machen kann oder machen könnte später. So, Neueintrag. Ein Zapffüßer. Arktischer Gliederfüßer mit Revierverhalten. Die Eisschale des Zapffüßers reflektiert die meisten Beamwaffen. Daher wird der Einsatz von ballistischen Waffen oder hochtemperierten Waffentechnik empfohlen. Ihre Larvenstadium verbringen sie kopfüber in Eishöhlen hängend. Während dieser Zeit sammelt sich Feuchtigkeit an ihrem Körper, die im Laufe der Zeit zu einer festen Eisschicht wird. Den so entstehenden Eiskegel behält der Zapffüßer für den Rest seines Lebens. Okay. Ist ja schon süß. Okay, das scheint noch versperrt zu sein. Panzerungsmechanismus verhindert Öffnen der Tür. Ups. Die entsprechende Kontrolleinrichtung muss sich irgendwo in der Nähe der des Eisufer finden. Ja, das ist hier unter uns, aber da kommen wir noch nicht hin, soweit ich weiß. Genauso wenig, wie wir das hier aufkriegen. Kommen wir hier überhaupt schon weiter? Wir haben auf jeden Fall was zu speichern. Das gesamte ballistische Hilfspersonal hat sich im Forschungslabor Hydra zu melden. Heil Hydra. nicht Avatar, das Grüßen. Avengers. Bis zum Widerruf tritt zur Umsetzung der Absperrung Plan 3a in Kraft. Okay. Der westliche Tempel befindet sich in Absperrstufe 2. Sämtliche dort laufende Projekte wurden verschoben. Der Zutritt zu diesen Bereichen dem Personal generell untersagt. Ist dem Personal untersagt. Neues Personal hat sich umgehend in südlichen Forschungseinrichtungen zu melden. Ein Verstoß zieht eine Kürzung der Verpflegung von 30% und eine zusätzliche Schicht nach sich. Hui. Speichern wir doch mal. Weiß ich wirklich nicht, wo ich hin muss. Da auf jeden Fall nicht. Ah, doch, natürlich, da oben ist auch eine Tür. Bin ich voll dran vorbeigehüpft. Oder auch nicht. Ich hab gedacht, hier gäbe es auch eine Tür, da kommen wir nicht hoch. Da oben ist eine Tür, aber da komme ich hier gar nicht hin. Gitter ist infolge der Witterung spröde geworden. Starke Anreichung von Radium gemessen. Mich auch noch nicht lang. Ich glaube, hier sind wir noch falsch. Denke ich jedenfalls. Sieht ganz danach aus, ja. Okay. Müssen wir doch wieder zurück.
Okay, jetzt weiß ich doch nicht, wo wir lang müssen. So sieht's aus. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon wieder bei 20 Minuten. Dummerweise habe ich jetzt ganz vergessen, wo es weitergeht. Die Erinnerung ist jetzt doch noch nicht zurückgekommen. Dann sehen wir uns hier wieder, wenn wir hier den Aufzug runterkommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und Abo, wie ich es vorher schon gesagt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder hier zurück bei Metroid Prime Remastered auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und viel Spaß auch mit meinen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.